Jonas, Länderspielpause ist vorbei. Du warst in der U21 und hast zwei Spiele, eins ganz, eins fast ganz gespielt. Wie fit bist du körperlich? Ich bin wieder sehr fit. Ich habe jetzt ein, zwei Tage gebraucht nach den 90 Minuten gegen Aserbaidschan, aber ich bin jetzt wieder topfit und ich freue mich auf das Spiel morgen. Gibt einem so ein Einsatz in der U21 Nationalmannschaft dann etwas mehr Selbstvertrauen auch noch? Also das Nationalteam gibt immer Selbstvertrauen, wenn man für sein Land spielen kann und das auch noch zweimal in 90 Minuten, das ist super. Leider haben wir das erste Spiel verloren, aber mit dem zweiten Spiel mit dem 6 haben wir super abgeschlossen und es gibt sicher Selbstvertrauen. Worauf wird es morgen ankommen, dass wir gegen die Admira 3 Punkte mitnehmen können? Also ich glaube, daheim sind wir eine sehr starke Mannschaft und müssen sie früh unter Druck setzen und die Tore vorne machen und keins hinten bekommen und dann gewinnen wir. Maxi, Länderspielpause ist vorbei, es geht zurück in die Bundesliga. Wie fühlst du dich? Also ich fühle mich gut, die Mannschaft fühlt sich gut, wir haben jetzt in der Woche gut gearbeitet und ja, sind bereit und freuen uns auf das Spiel. Das Spiel ist gegen die Admira, worauf wird es deiner Meinung nach ankommen, damit wir in dem Spiel jetzt 3 Punkte mitnehmen können? Ja, ich denke, dass es wieder ein körperbetontes Spiel sein wird und ja, ich hoffe einfach, dass wir die gute Chance uns rausspielen und die Chancen, die wir haben, dann gut nützen und ja, hinten kein Tor kriegen und dann bin ich guter Dinge, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Jetzt hat es kurz vor der Länderspielpause an den letzten Transfertagen noch 2 Neuzugänge gegeben. Habt ihr die beiden schon gut in die Mannschaft integrieren können und wie stellen sie sich an beim Training? Ja, also ich denke generell bei uns, wenn man neu ist, braucht man nicht viel Anlaufzeit. Bei uns fühlen sich die, glaube ich, immer schnell wohl. Und ja, die Jungs ziehen gleich vom ersten Tag an mit, geben Gas im Training und ja, bereiten uns sicher noch viel Freude. Danke, Maxi.